Moin! Herzlich willkommen hier zur Montagsausgabe Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfach-Map 2-1 ohne Gräben und ich fahre mir hier einen Wolf. Nein, ich fahre mir keinen Wolf. Ich fahre zum Händler und verkaufe hier das erste Fahrzeug, was wir nicht mehr brauchen. Ja, da muss ich unbedingt nochmal gucken. Unbedingt nochmal ran, was den Motor angeht und so. Also der hier fährt viel angenehmer. Muss ich sagen. Viel angenehmer. Aber nützt ja nichts. So. So, wollen wir verkaufen. Brauchen wir nicht mehr. So, kann ich reparieren eigentlich? Kann ich nicht mehr. Schade, konnte ich mal. Verkaufen. So, jetzt verkaufen wir gleich den da. Also er fährt tatsächlich doch vieles besser, aber ich könnte euch den nicht weitergeben. Und es gibt eben Leute, die das nicht unbedingt hingekriegt haben mit dem Ummodden, was auch nicht schlimm ist. Das ist ja auch nicht unbedingt trivial, das muss auch nicht jeder alles können. Jetzt mal hier rüber zum Lager und lager hier mal so ein bisschen was ein mit meinem neuen Fahrzeug. Hier nämlich aufgeräumt mal. Werden hier nämlich auch mal die ganzen Auflieger weggeholt, die ich nicht mehr brauche. Boah, heute ist es aber echt heftig am Ruckeln. Das kann natürlich hier auch an dem neuen Mod liegen. War denn noch was? Getränke. Ja, Zucker wird hier nicht angenommen, das ist klar. Das ist bei Lebensmitteln. Sehr schön.
Ja, hier müssen wir dann noch mal ein bisschen, tatsächlich ein bisschen aufräumen. Aber das können wir ja alles machen. Erstmal ihn hier rauskriegen. Den können wir dann nämlich auch verkaufen. Oh, Trailer Assist an. Ja. Leute, nein. Soll ja nicht vergessen werden, dass wir einfach mal quer durch. Ist ja meine Wiese. Recht viele Abonnenten habe ich. Also, haben sich gut vermehrt. Ihr habt euch gut vermehrt sozusagen in letzter Zeit. Die Bremse ist dafür nicht so toll. Naja, und den genauen Stand jetzt an dem zu dem Zeitpunkt, wo ihr das guckt, den kann ich natürlich nicht sagen, weil ich ja im Vorfeld aufnehme. Aber wenn wir 1000 Abonnenten erreicht haben, dann gibt es einen 10-Stunden-Livestream. Jo, richtig, 10 Stunden. Sicherlich wird es da zwischendurch mal kurz, ne? Muss ich mal was trinken oder vielleicht mal was essen oder mal pischern gehen oder so. Aber grundsätzlich gibt es erstmal einen 10-Stunden-Livestream. So, verkauft. Sehr schön. Also was auf jeden Fall gehen muss, ist, ich muss neben so einen fahren können und der muss alle aufladen. Gehen wir wieder das Risiko ein. Ja, jetzt ist die Nummer wieder. Oh, ja, ich weiß. Mit der Maus und überhaupt. Zum Kotzen. Wie war das denn noch? Konnte ich doch hier was mit der Maus machen. Oh, ist das ätzend.
Aber ich dreh durch hier, ey. Das ist voll ätzend. Ich weiß nicht, was ich hier machen kann. Ihr sagt das ja immer, aber mit der Maus, das geht mir echt auf den Keks. Echt, also tierisch. Was will ich denn jetzt machen? Von hier hinten den... Nein, Mann, ey. Also das Fahren muss noch anders werden. Und der Autolog muss noch ein bisschen größer werden. Aber ansonsten finde ich die jetzt nicht so schlecht. Das bringen wir noch eben ins Lager und dann ist unsere Zeit für heute auch schon rum. Soll man nicht meinen, ne? So schnell geht ein Montag zu Ende, sozusagen. Ja, damit ist die Zeit rum. Wir laden das hier ab. Und sind leer. Super. Hat doch perfekt geklappt. So, ich bedanke mich bei euch. Lasst mal eure Meinung hier da zum Thema des neuen Fahrzeuges. Und lasst natürlich sowieso gerne einen Kommentar da. Und auch natürlich gerne ein Abo. Oder ein Like oder ein Dislike, wie auch immer. Würde mich freuen. Und
morgen sehen wir uns hoffentlich wieder. Bis dann, ciao.